Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 24. Mai. Heute dabei Laptop-Ban, Amazon-Channels, Instagram, Snapchat, Uber, Nokia und Apple. Fangen wir mal mit dem Laptop-Ban an. Den hatten wir gestern schon und da habe ich ja noch begeistert bekannt gegeben, dass man sich wohl geeinigt hatte. Und ja, nee, eben nicht. Man hatte sich anscheinend doch nicht geeinigt. Das sagte zwar die EU, aber die Amerikaner sehen das wohl anders. Und jetzt haben EU-Offizielle auch Flughäfen und Luftlinien gewarnt, dass der Laptop-Ban von Flugreihe, also von Flügen, die in eher EU-Staaten Richtung USA eventuell wohl doch kommt. Also ein bisschen Chaos, ein bisschen hin und her. Anscheinend gibt es auch ab Donnerstag wieder neue Gespräche und so richtig, ja, weiß keiner Bescheid, was da passiert. Die EU sagt zum Beispiel, auch wenn jetzt auch alle anfangen, ihre Laptops in die Koffer zu packen, wo ich bezweifle, dass das viele machen werden, dann sind natürlich auch viele theoretische Bomben, in Anführungsstrichen, Bomben gar nicht mal jetzt bös gemeint, dass einer wirklich eine richtige Bombe da reingebaut hat, sondern eher, dass da ja auch Akkus drin sind, die explodieren können. Das kennen wir ja auch von diversen Geräten, wo das durchaus passiert ist und die sind dann im Frachtraum und keiner hat sie unter Kontrolle, was ja natürlich auch wieder ein Risiko ist. Und jetzt sind sie weiter am Reden und am Diskutieren. Schauen wir mal. Spannendes Thema, wir bleiben dran und berichten natürlich hier im Daily weiter darüber. Auch gestern haben wir über Amazon Channels gesprochen, dass die in Deutschland und Großbritannien kommen sollen. Und ja, was jetzt passiert? Jetzt sind sie da, die Amazon Channels in Deutschland und Österreich. 25 neue Streaming-Kanäle für Kunden von Amazon Prime. Die könnt ihr euch dazu buchen. Fängt bei 2 Euro an pro Monat. Also für einen Kanal, nicht für alle. Geht teilweise auch bis, glaube ich, 8 Euro hoch. Das war das Teuerste, was ich gesehen hatte. Manche sind wirklich als durchlaufenden Stream. Andere sind On-Demand. Manche sind auch beides. Und eine ganz schräge Mischung aus durchaus bekannteren amerikanischen Kabelkanälen wie E-Entertainment oder MGM. Bis zu echt komischen Sachen wie Home of Horror, Mubi, Real Eyes, Sachen, die ich teilweise noch nie gehört hatte. Und könnt ihr euch mal durchgucken durch die Liste, ob da was dabei ist, was für euch interessant ist. Gibt übrigens auch ein Sport Digital HD mit Fußball rund um die Uhr. Ich bezweifle aber, dass die Bundesliga da drin ist, denn das ist, glaube ich, ein anderes Kaliber. Und es gab ja auch mal die Diskussion, ob Amazon nicht einsteigt in das Bieten für die Bundesliga-Rechte. Und die haben ja damals gesagt, nee, machen wir nicht. Okay, das dazu. Gehen wir nun zu Instagram. Die haben eine neue Funktion eingeführt. Und das ist die Möglichkeit, Beiträge, also Fotos und Videos aus einem Instagram-Profil zu archivieren. Man muss also nicht mehr löschen, was einem nicht gefällt. Man kann das archivieren und später auch wieder herstellen. Schöne Funktion und ich habe witzigerweise noch die Tage 2 alte Posts auf Instagram gelöscht, weil sie mir nicht mehr gefallen hatten und heute hätte ich sie archivieren können. Das war aber noch nicht alles, denn Instagram hat auch mal wieder Snapchat kopiert und bietet nun gemeinsame Stories an zu Orten und zu Hashtags. Man konnte ja Hashtags letztens erst als neues Feature auch in einer Story reinpacken und die sind dann anklickbar. Und unter so einem Hashtag kann man nun sich auch die Stories, also die Bestandteile von Stories von anderen Nutzern angucken, denen man nicht folgt, genauso gruppiert wie zu Orten. Und das mit den Orten, das kommt Snapchat-Nutzern auch schon bekannt vor, denn das kennen die nämlich. Es gab halt, wenn man halt in die großen Metropolen dieser Welt gereist ist, beispielsweise New York oder London, gab es immer die New York Story oder die London Story. Da konnte man einfach munter reinschicken und Snapchat hat dann ein bisschen ausgefiltert und hat dann daraus eine Story gebastelt, wo halt Leute Teile drin hatten. Also man konnte die gucken und dann haben Leute Sachen reingepostet, die man ja gar nicht kannte. Aber ja, Instagram hat das jetzt gemacht und Snapchat hat witzigerweise heute auch ein neues Feature rausgemacht und das sind Stories für unter Freunden, also gemeinsame Stories, die man für Freunde kreiert. Man erstellt eine Story, gibt deren Namen und bestimmt, welche Freunde da rein posten können. Und hat so eine gemeinsame Story gemacht. Beispielsweise, wenn man sagt, hier, heute hat der und der Geburtstag, lädt seine 5, 6 Freunde an, die auf Snapchat sind und dann snappen alle auf den Geburtstag in diese Story rein und die können sich dann die Leute auch gemeinsam angucken.
Zusätzlich soll es auch eine Funktion geben mit einem Geofence. Also man kann entsprechend einen bestimmten Bereich für eine Story definieren und diese dann auch freigeben, dass jeder Snapchat-Nutzer, der in dem Bereich ist, entsprechend in die Story postet. Ich glaube, damit kann man bestimmt einiges Interessantes machen. Ich werde es nächste Woche einfach mal auch mal bei einer Veranstaltung ausprobieren und so eine Story erstellen und mal gucken, ob da auch die Leute entsprechend reinposten. Gehen wir nach Hongkong mal rüber. Dort wurden nämlich jetzt 21 Uber-Driver verhaftet. Denn die sind gefahren, also haben halt Uber gefahren, hatten aber keine Versicherung. Und das ist halt anscheinend in Hongkong verboten. Und der Chief Inspector of Police von Kowloon, dem West District von Kowloon, Kowloon ist halt so ein Stadtteil von Hongkong, der hat entsprechend auch sein Statement abgegeben, dass es so nicht geht. Es gibt halt die Gesetze und wenn Uber das halt auch nicht kontrolliert, dann verstehen sie da jetzt keinen Spaß und ziehen das ordentlich durch. Und dementsprechend, 21 Fahrer sind jetzt verhaftet. Uber hat es nicht so einfach. Es wird immer schwieriger. Anscheinend sogar in Ländern, wo man es eigentlich nicht erwartet hätte. Beenden wir aber den heutigen Geek-Talk-Daily mal mit einer positiven Nachricht. Denn Nokia und Apple haben ihre Patentstreitigkeiten beigelegt. Endlich mal nicht das ellenlange, leidige Thema. Es wird gestritten und das gibt es ja zwischen diversen Großkonzernen. Endlich arbeitet man zusammen und nicht mehr gegeneinander. Entsprechend wurde jetzt die Lizenzvereinbarung gegenseitig abgeschlossen. Und das ist eine schöne Sache. Das sollten halt auch andere Unternehmen tun. Denn ich glaube, das ist was Gutes für uns Endnutzer. Für die Geräte, die wir bekommen, anstelle, dass die sich einfach irgendwelche Sachen streitig machen und wir dadurch vielleicht eben nicht die besten Geräte, die möglich wären, bekommen könnten. Und damit war es das auch für den heutigen Geek Talk Daily. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bis denn. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.